Ich habe das ganz lange gar nicht so empfunden, dass das irgendwie, also es war natürlich alles ziemlich gemischt, also wir waren eine sehr gemischte Klasse auch dann, als ich in der Schule war, in beiden Schulen, also viele, viele türkischstämmige Kinder, viele Kinder mit osteuropäischem Hintergrund so, und ich habe das erst in der Pubertät so richtig verstanden, dass es Leute gibt, die das als ein Problem ansehen. Also das ist eigentlich, fand ich so, das war ganz gut tatsächlich, dass ich immer das Gefühl hatte, das ist ein Privileg, also so, das so mitzukriegen. Und eben auch, ja, also ich meine, als Kind hast du ja immer ziemliche Selbstverständlichkeit. So, also ist jetzt eben mit so einer Mischung, so quasi so eine Arbeitermischung. Oder sei es jetzt eben mit so, dann, ja, vielleicht auch so Sachen wie die Mauer oder so. Noch dieses Ding mit alleinerziehend, das fand ich auch nie schlimm. Also das war, als ich kleiner war, war das die Norm. So, weil es gab ja auch so, also West-Berlin war ja auch die Stadt in so einem sehr starken Netzwerk von alleinerziehenden Müttern. Und deswegen war mir da jetzt nicht irgendwie so ausgestoßen, wie das wohl in kleineren Städten oft so ist. So, dass man da so dann die Einzigen sind, wo der Papa nicht da ist oder so. Also, sondern das war normal. Also, das hat niemand behauptet, dass das super wäre oder einfach, aber das war halt so. Da muss man, ne, das auch nicht irgendwie rechtfertigen oder so. Ja, und auch im Hinblick auf, wie ist eine Familie, ne? Was macht eine Familie? Also eben meine richtig guten, intensiven, engen Freundinnen sind fast alle auch allein erzogen. Und diese Sache, dass man sich das irgendwie überlegt, wie man eigentlich Familie macht, ob man das macht. Also weil wir, unsere Mütter hatten alle auch Frauen, die hatten alle auch Freundinnen, die keine Kinder hatten. Und zwar freiwillig. Ja? Also die das einfach, das, wir kannten das eine und das andere, dass das. Ja, man kann Kinder haben, man kann das alleine machen, man kann das irgendwie zusammen machen, man kann das mit anderen zusammen machen, man kann das mit den Vätern zusammen machen. Das Einzige, was ich gar nicht kenne, ist, dass Kinder nur bei ihren Vätern gelebt haben. Ja, da habe ich dann später welche kennengelernt. Aber als Kind fand ich das eigentlich relativ normal, dass die unmittelbare Bezugsperson die Mutter ist und Punkt. So. Und dann auch nicht irgendwie immer noch abends so ein Typ dazukommt, so, der einem da irgendwelche Aufmerksamkeit wegnimmt.